So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Tides of Time im Strom der Zeit, einem kleinen Mikrospiel von Pegasus, nur für zwei Spieler. Die bisherigen Mikrospiele, sowas wie Lost Legacy oder Seventh Hero, sind ja immer für 2 bis 4 oder teilweise auch 3 bis 5, und selbst wenn die für 2 gedacht sind, so Love Letter kann man zu zweit spielen, will man aber nicht zu zweit spielen. Das hier ist wirklich jetzt nur für 2 Spieler, hat auch wieder nur so ein Set von Karten, wo man auch in jedem Spiel die gleichen Karten benutzt, und ja, im Prinzip muss man versuchen, sich so eine Kartenauslage zu bauen, wo man Mehrheiten bekommt, bestimmte Symbole sammelt. Das gucken wir uns gleich alles mal in einem Let's Play an, auch heute mal richtig, nicht mit Dave, sondern mit Sebastian. Und ja, wir erklären euch einfach dabei die Regeln, was man da so macht, und es ist wirklich so ein Spiel. Ich habe vorher auch schon Rezensionen von Dice Tower dazu gesehen, die meinten das im Prinzip auch, dass man dieses Spiel so, das erste Mal, wo man spielt, muss man erstmal so den Mechanismus dahinter kennenlernen, da sagt man so, oh, ganz nett. Und dann, wenn man so die Karten einmal kennt und ein Gefühl für das Spiel bekommt, dann ja, macht das eigentlich auch Spaß, und kann man versuchen, auch bestimmte Kombinationen sich zu erspielen, gucken ein bisschen mehr, was der Gegner macht, damit man nicht dafür sorgt, dass der irgendwie aus Versehen ganz viele Punkte bekommt, und das wollte man eigentlich gar nicht. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an und spielen das Spiel. Zu Spielbeginn werden einfach alle, es sind glaube ich sogar mal 18 Karten, normalerweise sind es ja bei diesen Mikrospielen immer 16 Karten, werden die gemischt, und dann bekommt einfach jeder Spieler ein Set von 5 Karten auf die Hand. Die anderen Karten werden erstmal beiseite gelegt. Die brauchen wir dann in Runde 2 und 3. Das Spiel geht über 3 Runden. Und jetzt guckt man sich seine Handkarten an und wir draften uns die dann quasi zu. Also, ne, die haben immer wunderschöne Grafiken drauf. Erinnert so ein bisschen an Game of Thrones vom Artwork her, finde ich. Auch die Namen, so der Palast des alten Mannes, der Vorhof, Labyrinth der Verdammten, das Auge des Nordens. Also grafisch sind die schon echt hübsch. Das ist nur ein bisschen schade, dass der Text hier mal ein bisschen klein ist. Das hätte man vielleicht einen Ticken größer machen können. Hier sind dann die verschiedenen Symbole drauf. Das sind Gärten, Tempel, Festungen, Paläste und Bibliothek habe ich jetzt nicht auf der Hand, aber werde ich ja vielleicht zugedraftet bekommen gleich. Und im Prinzip kann man sich die Karten auch so enthalten. Dann sieht man nämlich alles, was wichtig ist. Hier steht jetzt drauf, ne, für jedes Set von dem Symbol erhalte 3 Punkte. Das heißt, wenn ich am Ende, bekomme ich einfach für jede Punkte, für jede Karte mit dem Symbol 3 Punkte. Hier brauche ich die Mehrheit an diesem Symbol vor mir ausliegen. Dann kriege ich die Punkte. Die Karte hier ist sehr mächtig, also klingt sehr mächtig, ist auch vielleicht ganz gut. Die werde ich jetzt einfach gleich mal ausspielen, das Königsnest. Dann wählen wir halt die Karte aus, die wir verdeckt, also die wir verdeckt vorhin spielen wollen. Das mache ich. Sebastian legt jetzt auch eine Karte dahin. Und dann decken wir die Karte gleichzeitig auf. Nur sagen wir, was wir haben. Ich habe das Königsnest, ich bin alle Gleichstände. Dach der Welt. Und Sebastian hat hier das Dach der Welt. Verdoppelt die Anzahl deiner häufigsten Symbolarten. Warum das wichtig wird, sehen wir gleich. Jetzt geben wir die Karten, die wir auf der Hand hatten, das kennt ihr von Seven Wonders, einfach an unseren Nachbarn weiter, bekommen seine Karten. Jetzt kennen wir im Prinzip alle Karten im Spiel. Natürlich wieder ein Vorteil für Leute, die sich Sachen gut merken können. Ich meine, muss ich eigentlich nur 4 Karten merken. Ich habe mir jetzt natürlich vor lauter Reden überhaupt nicht mehr gemerkt, was ich gerade auf der Hand hatte. Aber jetzt gucken wir eben auch da, was brauchen wir an Karten, was könnte gut für uns sein. Und theoretisch kennen wir jetzt auch alle anderen Karten im Spiel, das heißt, wir können natürlich hoffen, dass wir bestimmte Karten bekommen, können vielleicht auch gucken, falls unser Mitspieler schon eine Karte ausgelegt hat, die so eine kleine Strategie erkennen lässt, haben wir natürlich die Hoffnung, dass wir gewisse Karten bekommen, weil er andere Karten rausnimmt, und danach kann man das immer so ein bisschen ausrichten. Ich nehme einfach mal die große Bibliothek von Ahn, normalerweise irgendwie die verdeckt, decken die dann gleichzeitig auf. Na, was hast du da? Die für die Mehrheit an Bibliotheken halte 7 Punkte. Ne, ist ganz gut, dass ich da gerade schon eine habe. Ich bekomme für die Mehrheit an Palästen, Tempel sind das, mit dem Symbol hier. Das ist ein bisschen klein, das sieht man bei der Kamera wahrscheinlich nicht. Aber dafür würde ich halt 7 Punkte bekommen. Da habe ich momentan noch nicht mal eine von. Und dann geben wir die Karten, die wir gerade in dieser Runde hatten, wieder an unseren Mitspieler, bekommen wieder die Karten. Das kann man offen auf der Deck machen, man kennt die ja eh schon. Und jetzt kann man, ne, man kennt die Karten ja. Die Karte ist übrigens sehr mächtig, da habe ich das erste Spiel haushoch verloren, das zweite Spiel dann haushoch gewonnen. Für ein Set aus allen Symbolen 13 Punkte. Das muss man erstmal schaffen, weil der Mitspieler da auch ein Wörtchen mitzureden hat. Aber die, wir gucken mal, ich mach mal so. Und dann decken wir wieder gleichzeitig auf. Ich habe jetzt das Labyrinth der Verdammten genommen, ne, die Karte, wo ich 13 Punkte für so ein vollständiges Set bekomme. Und Sebastian hat genommen, oh, auch für jedes Set aus Palast, Festung und Tempel, er hatte 9 Punkte. Da muss ich jetzt natürlich auch zusehen, dass ich das möglichst verhindere. Und dann tauschen wir wieder die Karten durch und spielen dann schon die vorletzte. Ja, das ist jetzt wieder für die höchste Wertung mit einer einzelnen Karte, halte 8 Punkte. Das ist natürlich nicht schlecht für jeden Turm. Ja, ich spiele dann einfach mal die hier aus. Und die andere Karte kann ich dann im Prinzip gleich offen rübergeben, weil die spielt man dann auf jeden Fall alle aus. Und schade, mir fehlt
eine Karte. Jetzt ist unsere Auslage quasi fertig. Wir haben 5 Karten ausliegen und jetzt nimmt man sich irgendwie ein Zettel und einen Stift, wo wir schon die Ergebnisse der letzten Runde haben, und schreiben jetzt auf, was man von der Auslage an Punkten bekommt. Dafür geht man dann Karte für Karte durch. Fangen wir bei mir an. Die hier bringt gar keine Punkte, Gewinner alle Gleichstände. Hier ist im Prinzip nur das Symbol wichtig, und sollte es irgendwo mal zum Gleichstand kommen, wo man normalerweise keine Punkte dafür bekommen würde, würde ich jetzt eben Punkte dafür bekommen. Dann geht man weiter zur nächsten Karte, die große Bibliothek von Arm. Für die Mehrheit an Händen halte 7 Siegpunkte, also an Palästen. Ich habe gar keinen Palast, das ist natürlich super gut gemacht. Hier meine Aussage ist kein Palast. Sebastian hat einen, das heißt, hätte ich nur einen gehabt, hätte ich mit dieser Karte gewonnen und 7 Punkte bekommen. So bekomme ich einfach nichts. Dann für die Karte hier, für das Set aus allen Symbolen, erhalte 13 Punkte. Da fehlt mir leider, fehlt mir da irgendwas? Ja, ne? Mir fehlen die Paläste, die habe ich ja nicht. Aber sind das nicht Tempel? Da fehlen mir die Tempel, die habe ich ja nicht. Und ja, noch nicht so viele Punkte. Hier, für jeden Turm, also für jede Festung, erhalte 3 Punkte. Das sind jetzt meine ersten 3 Punkte diese Runde. Das ist meine schlechteste erste Runde ever. Und hier schließlich für jede fehlende Symbolart erhalte 3 Punkte. Mir fehlt nur ein Symbol, nämlich die Tempel. Also bekomme ich dafür auch nochmal 3 Punkte. Und dann rechnet man das zusammen und dann habe ich, mir kriege 3 plus 3 gleich 6 Punkte. Meine anderen Runden haben immer so mit 18 oder so deutlich mehr Punkten angefangen. Aber nun gut, dann gucken wir mal, was Sebastian da hat. Das hier bringt gar nichts. Es verdoppelt einfach nur die Anzahl meiner höchsten, der häufigsten Symbolart. Mhm. Dann geht es weiter zur nächsten Karte. Das ist einmal der Pass der alten Welt. Da bekomme ich für die Mehrheit an an Bibliotheken 7 Punkte. Die habe ich sogar, weil das hier ist verdoppelt. Habe ich hier mit dieser Karte habe ich 2 Tempel dann, 2 Bibliotheken. Mhm. Bekomme damit also einmal schon 7 Punkte. Das sind schon mal mehr, als ich in der ganzen Runde gesammelt habe. Dann hierfür bekomme ich nichts, weil ich kein Set zusammen habe. Mhm, dir fehlen die Paläste, ne? Genau, ja. Richtig. Und dann kriege ich bei dem Vorhof leider auch keine 3 Punkte. Für jeden Palast, der fehlt. Aber ich bekomme hier nochmal 8 Punkte für den Saphirhafen, weil ich bei einer einzelnen Karte die höchste Wertung habe. Bekomme ich nochmal 8 Punkte dazu. Genau. Das sind 7 plus 8 gleich 15. Das heißt, damit wäre die erste Runde, würde jetzt mit 15 zu 6 an Sebastian gehen. Das hat nichts zu sagen. Im ersten Spiel habe ich 2 Runden lang haushoch geführt. Dachte, ich mache das Ding sicher rund, wie bei meinem Blood Rage Video, wo ich dann gegen mich selbst verloren habe. Und ja, da kann sich noch alles ändern. Jetzt nehmen wir wieder alle Karten, die wir haben, auf die Hand. Suchen uns dann eine davon aus, die wir gerne mit in die nächste Runde nehmen würden, und legen die dann verdeckt irgendwo hin. Da kommt dann so ein, ich weiß gar nicht, wie ist der Name dafür, Zeitmarker oder sowas drauf. Die bleibt jetzt also im Spiel, die behalten wir auch das ganze Spiel über. Und von den anderen Karten suchen wir uns eine raus, die wir nicht im Spiel haben wollen, wo wir denken, die muss weg. Die machen wir dann auch jeder verdeckt und dann decken wir sie quasi gleichzeitig aus. Ich habe die Karte mit den Gleichstädten rausgenommen, Sebastian die für die höchste Wertung mit einer einzelnen Karte, und die sind dann komplett aus dem Spiel. Und dann haben wir hier noch den Nachziehstapel. Da zieht jetzt jeder wieder 2 Karten von. Und dann geht quasi die Runde wieder ganz normal los. Das heißt, wir draften uns jetzt wieder die Karten zusammen. Jetzt weiß ich ja noch nicht, was so... Genau. Jetzt weiß ich noch nicht, was so an Symbolen kommt. Das heißt, das ist jetzt noch so ein bisschen, sobald ich dann wir einmal getauscht haben, ist das natürlich alles klar. Die Karten, die haben wir jetzt auch wieder umgedreht. Da sieht man das auch gleich, was hat der Gegner sieht, was habe ich. Und ich habe die, wo ich für ein ganzes Set 13 Punkte bekomme. Sebastian hat die Karte... Das Dach der Welt, wo ich die Symbolarten wieder verdopple. Ah, okay, das ist natürlich immer nicht schlecht. Und jetzt müssen wir im Prinzip gucken, was haben wir denn hier so an Karten? Ja, dann nehme ich doch auf jeden Fall die, weil die dürften sich ja ganz gut ergänzen. Dann drehen wir wieder gleichzeitig um. Du hast wieder die Karte. Dann tauschen wir wieder die Karten durch. Wählen uns irgendwas aus. Jetzt ist natürlich auch eine Karte mehr zu draften als eben, weil wir ja eine Karte weniger hatten. Also es sieht nachher eine Karte weniger, also mehr aus. Da nehme ich überraschenderweise mal. Das ist jetzt schon wieder eine doofe Entscheidung. Aber ich nehme mal die. Drehen die um. Ich habe den Pass des alten Mannes für die Mehrheit an Bibliotheken, erhalte 7 Punkte. Und ich habe die Zitadelle der Propheten, für jeden Garten erhältst du 3 Punkte. Ja, das ist ein Bibliothekssymbol, das ist doof, da hat er schon 2 von ausliegen. So, dann gucken wir mal, was ich hier noch so gebrauchen kann, was mir Punkte bringt. Und ja, ich hätte mal die Gleichstandskarte nicht wegschmeißen sollen. Ich nehme jetzt einfach die hier. Und ja. Und ich nehme mal. Manchmal ist die Entscheidung super einfach, manchmal muss man ein bisschen grübeln.
dann decken wir wieder gleichzeitig auf. Ich habe die Großbibliothek von Ahn für die Mehrheit an Tempeln erhalte 7 Punkte. Ich habe den goldenen Tempelturm für die Mehrheit an Palästen erhalte ich 7 Punkte. Ja, seht ihr, jetzt hat er mir keinen Palast gelassen. Ich hätte noch einen Palast für meinen Labyrinth der Verdammten gebraucht. Das nehme ich mir jetzt ein bisschen übel. Aber dann bringt mir die Karte auch eigentlich fast gar, na, vielleicht, ich behalte die trotzdem mal. Und ich werde das hier nehmen. Ja, dann die andere Karte kann man dann prinzipiell gleich offen rübergeben. Und jetzt haben wir wieder unsere fertige Auslage. Und gucken mal, wofür es jetzt Punkte gibt. Fangen wir wieder bei mir an. Mir fehlt halt der Palast leider. Darum kriege ich hierfür keine Punkte. Kannst jetzt natürlich nächste Runde wieder versuchen. Für jedes Set aus Bibliotheken und Gärten halte 5 Punkte. Das habe ich einmal vollständig. Also bekomme ich dafür 5 Punkte, die man dann notiert. Hier für die Mehrheit an Schriftrollen, weiß ich jetzt schon, habe ich nicht, weil ich habe eine, Sebastian hatte eben schon 2, die hat er jetzt immer noch, also gibt es dafür auch keine Punkte. Für die Mehrheit an Tempeln erhalte 7 Punkte, da habe ich 2, Sebastian hat keinen einzigen, das heißt, da bekomme ich jetzt endlich mal 7 Punkte. Hier für jede Krone erhalte 3 Siegpunkte, habe ich nicht, das habe ich nur genommen, damit ich hier noch einen Hansenburg mehr und da die Punkte für bekomme. Und schließlich für jeden Turm erhalte 3 Punkte, ich habe einen Turm, sind also 3. Damit habe ich 15 Punkte diese Runde, sind insgesamt 21. Und dann gucken wir, was Sebastian hat. Also wieder hier keine Punkte, es verdoppelt einfach nur meine Bibliotheken, weil ich davon die häufigsten Symbole habe. Hier kriege ich keinen Punkt, weil ich kein Set voll habe, weil mir der Palast fehlt. Der fehlt uns ein, es gab keine Paläste. Richtig. Doof. Haben wir rausgenommen, oder? Ja, der ja, einen. Doof. Dafür kommen die gleich. Dann die Zitadelle der Propheten, bekomme ich für jeden Garten 3 Punkte. Davon habe ich drei Punkte. Drei. Dann für die Mehrheit der Paläste kriege ich 7 Punkte. Gibt es leider nicht. Gott sei Dank. Für die Mehrheit an Symbolarten mit nur einer Karte erhalte 8 Punkte. Habe ich auch nirgends. Ich habe 1, 2, 2. Ich habe 2 auch. Ja, also Gleichstand. Da gibt es keine Punkte für, sondern diese Gleichstandskarte raus, die ich herausgenommen habe. Dann habe ich noch das Auge des Nordens. Für jede fehlende Symbolart erhalte 3 Punkte. Mir fehlt der Palast. Mir fehlt der Tempel. Das war's auch bitte. Das war's. Oder? Sind 9 Punkte für dich. Damit steht es jetzt insgesamt nach Runde 2 21 für mich, 24 für Sebastian. Das ist relativ knapp. Das kann auch mal anders laufen. Und jetzt nehmen wir wieder alle Karten, außer die, wo schon dieses Symbol drauf ist, wieder zurück auf die Hand. Wir suchen uns wieder eine raus, die wir mit in die nächste Runde nehmen möchten. Und dann legen wir da auch wieder so einen Marker drauf, suchen uns dann eine Karte aus, die rauskommt. Da muss man natürlich auch aufpassen, was man noch so braucht und was nicht. Ich nehme einfach mal, was habe ich hier? Nochmal gucken. Nehmen wir mal die hier raus, decken die wieder gleichzeitig auf und dann kommen die aus dem Spiel. Ne? Das ist jetzt hier für die Mehrheit ein Symbolart mit einer Karte, hält man 8 Punkte. Ich habe die andere Karte rausgenommen. Und jetzt werden hier vom Nachziehstapel, zieht ihr ja 2 Karten. Da sollten dann auch keine mehr liegen danach. Das heißt, jetzt sind wir schon in der letzten Runde. Also wenn man auch nicht so viel dann nebenbei labert, wie ich das gerade tue, dann geht das echt schnell. Also wenn man es kann, dann sind die 3 Runden in 10 bis 15 Minuten eigentlich locker gespielt. Wir müssen dieses hier noch einmal umdrehen. Genau, das drehen wir wieder um. Ich habe den Mana-Brunnen. Ich habe die Himmelssäulen. Ne, für jedes Set aus Bibliothek und Gärten halte 5 Punkte. Und ich habe für jedes Set aus Palast, Turm und Tempel. Wir versuchen auch jede Runde wieder unsere Sets voll zu kriegen. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ja, mal sehen. Die Karten hier. Mal gucken, ob das damit funktioniert. Aber wie wir gelernt haben, diese Karte ist extrem wichtig. Nicht wegen dem hier, sondern deswegen. Also spielen wir die gleich mal. Sebastian wird wahrscheinlich Ähnliches machen. Gucken wir mal. Ja. Ich weiß auch gar nicht gerade, wie oft es die ganzen Symbole gibt. Also es gibt jedes Symbol insgesamt 3-mal im Spiel. Jetzt gehen wir die Karten weiter. Und drehen um. Ich habe das Auge des Nordens. Das Auge des Nordens. Jetzt weiß ich schon mal als gewiefter Mitspieler, dass wir eine Krone rausgenommen haben. Eine Krone habe ich hier liegen, eine Krone habe ich hier. Das heißt, wenn ich jetzt spiele, wird Sebastian dieses Set hier nie voll kriegen. Das heißt, wenn mir das was bringen würde, könnte ich das jetzt machen. Andererseits möchte ich natürlich auch mein Set voll kriegen, was wahrscheinlich Sebastian verhindern wird. Aber das sind immer so ein paar Überlegungen, die man dabei machen muss. Also da steckt dann schon, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, ein bisschen was drin. Das ist nicht nur Zufall. So, ich nehme mal diese Karte, lege die verdeckt aus. Dann drehen wir um. Ich habe die Zitadelle des Propheten gespielt. Ich habe das Bad der Götter. Für jeden Turm bekomme ich 3 Punkte. Dann tauschen wir wieder die Karten. Oh, ich freue mich. Da ist mein fehlendes Symbol. Sehr gut. Dann gucke ich mir eigentlich den Rest gar nicht mehr an, weil das wird nicht mehr Punkte bringen als das hier hoffentlich. Also lege ich die Karte verdeckt ab. Ja, und ich leg das ab.
Dann decken wir wieder auf. Ich habe die Fußfesseln des Djinns. Und ich habe die altertümliche Kluft. So, und dann gehen wir letztes Mal die Karten weiter. Vorletztes Mal. Nee, die andere gibt es ja. Also, ja, aber so die gibt es dann ja gleich offen. Ja. So, und jetzt kann ich natürlich wieder gucken, wofür will ich prinzipiell Punkte bekommen. Ja, für nichts. Also die Karten hier bringen mir jetzt erstmal keine Punkte. Also kann ich gucken, was wird mir hier Punkte bringen. Aber das ist eigentlich alles wirklich ja Mist. Ich kriege maximal 3 Punkte. Also nehme ich einfach irgendwas, was mir 3 Punkte bringt. Also behalte ich die hier. Die gibt es dann gleich offen rüber. Ich bekomme auch eine. Oh ja, das ist ja sogar, passt auch wieder ganz gut bei mir rein. Und dann kommst du schon zur letzten Wertung. Das heißt, jetzt wird wieder geguckt. Ich habe das Set hier einmal voll. Ich habe jedes Symbol irgendwie einmal. Das heißt, dafür bekomme ich jetzt 13 Punkte. Es gab auch irgendeine Karte, mit der irgendwie Wertungen verdoppelt werden können. Die höchste Punktzahl, die man mit einer Karte bekommt, dass hier 13 werden, verdoppelt. Das war das hier. Da hattest du dann halt das Set zweimal voll. Genau. Und dann gibt es halt 26 Punkte. Damit habe ich das erste Spiel dann auch ganz schön krass verloren. Dann für jedes Set mit Gärten und Bibliotheken halte 5 Punkte. Das habe ich hier einmal voll und hier einmal voll. Das heißt, dafür gibt es nochmal 10 Punkte. Dann für jede Bibliothek erhalte 3. Habe ich natürlich dann auch zweimal. Das heißt, das sind nochmal 6 Punkte. Dann für die Mehrheit an Tempeln erhalte 7 Punkte. Da habe ich einen. Sebastian 2, das heißt, da kriege ich gar nichts. Für die Mehrheit an Kronen erhalte 7, da ist Gleichstand. Für jede Hand, also für jeden Tempel erhalte 3 Punkte. Den habe ich einmal, sind nochmal 3 Punkte. Und schließlich für jeden Garten erhalte 3 Punkte. Den habe ich zweimal, sind also 6 Punkte. Das sind dann viele Punkte. 23, 29, 32. Das sind dann 38 Punkte in der letzten Runde, kombiniert mit denen aus den anderen beiden Runden habe ich jetzt 38 gesammelt und insgesamt 59. Das heißt, Sebastian muss 25 Punkte kriegen, um gleich zu ziehen oder mehr, um mich zu besiegen. Das gelingt mir dank der letzten Karte nicht mehr. Sehr gut. Dann gucken wir mal also wieder. Verdoppelt die Anzahl der häufigsten Symbolarten. Das sind meine Tempel. Mhm, so 4. Ja, das nutzt mir nur leider nichts. Für jedes Set, Palast, Turm und Tempel, bekomme ich 9 Punkte. Das habe ich einmal jetzt nur. Mhm. Dann für jede fehlende Symbola kriege ich 3 Punkte, habe ich leider gar nicht. Sehr gut. Dann für jeden Turm erhalte ich 3 Punkte, kriege ich nochmal 3 Punkte. Mhm. Dann für die Mehrheit an Türmen erhalte 7 Punkte, habe ich leider nicht. Für jeden Palast erhalte ich nochmal 3 Punkte, sind nochmal 3. Mhm. Und für die Mehrheit an Gärten erhalte 7 Punkte, habe ich leider auch nicht. Sehr gut, das sind dann 15 Punkte für dich. Damit steht es jetzt in der Endwertung 59 zu 39. Das ist im Spiel ein relativ knapper Sieg. Also das sah auch schon anders aus. Wie das erste Spiel zum Beispiel habe ich vorletzte Runde 46 zu 27 Punkte geführt. In der letzten Runde, weil er das Set hier doppelt voll bekommen hat, habe ich damit 59 zu 66 verloren. Das nächste Spiel habe ich mit 91 zu 41 gewonnen und da ist das jetzt schon ein bisschen knapper und es macht eigentlich auf jeden Fall, also wir haben es jetzt 3-mal gespielt innerhalb von so einer halben Stunde gefühlt und wir könnten es jetzt eigentlich gleich nochmal spielen und das ist also echt ein schickes Teil, so ein Mikrogame für 2 Personen, das wie gesagt ist natürlich ein bisschen abstrakt, also die Bilder sehen natürlich toll aus, letztlich kommt es nur darauf an, irgendwie tolle Kombos zu haben, aber das kann man einfach nett mal schön zu zweit runterspielen, also echt spaßig und war auch ein ziemlicher Hype in Essen, also es ist gut abgegangen, hat auch schon viele positive Vorschusslorbeeren und ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also, wenn ihr ein schönes Mikrospiel für 2 Leute sucht, dann ist Tides of Time auf jeden Fall einen Blick wert. Das war's von mir bzw. von uns und wir sagen bis bald und tschüss.